Viele Jahre sind mittlerweile vergangen. Aber als ich ein kleiner Bub war und mein Bruder noch kleiner als ich, da gab es für uns nichts Aufregenderes, als wenn unser Großonkel Samuel, unser Zauberonkel, zu Besuch kam. Er war schon damals uralt, glaubte ich. Und er konnte zaubern. So brachte er eines Tages dieses Kästchen mit. Und er kündigte an, er werde den Würfel verschwinden lassen. Abracadabra. Und der Würfel ist weg. Der Würfel ist weg. Der Würfel ist weg. Gut, ich meine, so klein war ich jetzt auch nicht, dass ich da drauf reingefallen wäre. Höchstens vielleicht mein Bruder. Der war ja noch kleiner als ich und dem konnte man noch viel erzählen. Also nahm er den Würfel, steckte ihn zurück und er kündigte an. Hokus, Hokus, Fidibus. Also ich war schon ziemlich beeindruckt. Und so wollte er den Würfel wieder herbeizaubern. Hokus, Pokus, Fidibus. Seine markante Stimme ließ mich an seinen Lippen hängen, aber dieses Mal hatte ich etwas bemerkt. Du hast jetzt gestern doch nur rumgedreht, sagte ich. Stumm verschloss er das Kästchen und kündigte an. Sim Salabim. Er fragte mich, ob ich weiß, wo der Würfel sei. Doch meine Vermutung, er sei noch an derselben Stelle, sollte sich als Irrtum herausstellen. In der anderen Seite, fragte ich. Doch meine Sicherheit war einer etwas fragenden und zögerlichen Unsicherheit gewichen. Er öffnete auch die andere Seite, aber der Würfel war auch nicht hier. Sollte er etwa verschwunden sein? Aber warum lachten all die anderen mit diesem verständnisvoll wissenden Gesichtsausdruck? Mit einem Simsalabim erschien er wieder da, wo er zuerst war. Schon wollte ich nach dem Kästchen greifen, aber ein Zauberkünstler gibt seine Sachen nie aus der Hand. Klärte mich mein Onkel mit ernster Stimme auf. Jedoch, ich dürfe versuchen, selbst zu zaubern. Mit Stolz in der Brust murmelte ich Simsalab. Nun, dieses Mal hatte ich auch etwas besser aufgepasst. Dieses Mal hatte ich auch dieses kleine verräterische Geräusch gehört. Du hast den Würfel nur rübergeschüttelt, sprudelte es aus mir auf. Mach die andere Tür auf. Nein, beide. Nein, alle. Ach so. Alle vier Türen. Sag das doch gleich. Und weise lächelnd öffnete er ganz, ganz langsam die beiden hinteren Türen. Mach schon! Konnte ich es kaum noch aushalten.
Zauberonkel wurde wirklich 101 Jahre alt. Mittlerweile kenne ich sein Geheimnis mit dem Kästchen, aber ich werde es so machen wie er. Mich über all die großen Augen und die offenen Münder freuen, wenn ich das Kästchen öffne und der Würfel ist nie da, wo man denkt. Denn das bleibt unser Geheimnis. Wie der Würfel unter den Hut kommt. Das bleibt mein Geheimnis.